Ja, klar. Das ist ein echt großer Ventilator. Ah, schön erfrischend. Ach, das ist Lee. Good day, Builder. Oh, dear. Oh, dear. You know what this is? Of course, this is what the ancients used to store information on their technologies back in the Age of Corruption. It is highly dangerous because there's a chance this little item here could contain the blueprint for Armageddon. It can't be that bad, right? You're what, 18? 19? The Age of Darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma shared her first-hand account of the time before Peach, the time when folks lived in ruins underground. She went days without food, everybody fought each other over the most basic of things, and people were considered old if they managed to live to 30, and it was always, always dark. Echt? Imagine that, because that's what the end of the world looked like. That situation was created by the very same sort of dark technologies stored inside this little disc. Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. Dangerous technologies are spread all over the world, waiting to be stumbled upon and rediscovered. Places like the Research Center and cities like Vega 5 expedite their recovery. Calamity will strike again, mark my words. So, it's a priority of the Church to seek out and destroy all the data disks and other dangerous relics, with help from Ruindyne. So I can give this to you? Yes, yes, that's right. The Church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through the ages. Wait a minute, I know that look. The Church isn't against the use of good technology that can bring telesis to our society. We're only against dangerous technology. What kind of green technology? Mostly special seeds, you'll see. We can share what we have with you as you bring us more discs. You do know how to plant crops, right? Oh dear. You should ask your neighbor Emily about how to farm. Okay, great. Here. I'll take the disc and give you some seeds to get you started. When you discover more discs, bring them to... Na toll. Oh, Baumwolle. Hey there, I'm Chiwa, the smallest of the Hulu brothers. There are seven of us, so it'll probably take you a while to get used to... Die Angelroute. Hey, you're the new builder, right? Genau. I'm Chiwa. I live to fish, but a big one broke my fishing rod yesterday. Can you make me a new one? Klar. Oh, thank you, thank you. So. Strapping quality. Expecting nothing less from you, smallest builder. Zehn. Nicht schlecht, da geht was. Aha.
Schade. Ooh, what did you bring me this time? Ah, this must be a piece of a relic. You can use our recovery machine in the research center to restore it to its original shape. It'll take data disks, but it should be pretty fast. Hello? Hi, did you discover something new? That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we work. The data corruption on these disks are minimal. There should be useful info on them. We'll have something for you by tomorrow. Was ist bisher passiert? Bislang hast du noch nicht so viel verpasst. Wir haben so ein paar Sachen zu Hause automatisiert. Ich gehe jetzt erstmal Richtung nach Hause. So, wir haben hier einen automatisierten Ofen, der Kupferbarren herstellt, und die automatisierte Maschine hier, die verschiedene Sachen wie Kupferklingen und sowas herstellt. Also das ist eine Schleifmaschine. So, eine Angelrute wollte ich herstellen. Wilder Kokon. So, dann treten wir noch ein paar Bäume. Nee, besser wird es dadurch nicht. Ja, das ist halt von der Grafik her sehr cool gemacht, also so Comic Cell Shading Look. Oh, königlicher Honig. Höret, höret. Was? Wie? Ich habe nicht genug Platz im Inventar. Sauerei. Sinn. Honig. Papa Bärs Lieblingsspeise, ja.
Rennt einfach ein Schwein an unserem Haus vorbei. Ist ja verrückt. Schaut's denn da aus? Ja, müssen wir noch ein bisschen Material nachlegen. Oh, Schlangenbären. Wilder Kokon. Und noch einer. Sehr geil. This is one wicked looking rod. Bait's a bunch, mate. Here, I have some extra bait. Maybe you'll enjoy fishing as much as me. Oh, cool. So, jetzt gehen wir mal zu unserer Nachbarin. Oh, das ist nicht unsere Nachbarin, das ist eine Vogelscheuche. Wobei, das kann auch manchmal das gleiche sein. Nein. Das ist so viel. Hallo. Ach. Emily loves my home cooking. Maybe you can come over for dinner sometimes. Okay, ist Emily ihre Tochter? Oh, McDonald's geht halt immer. Geil. Erstmal einen fetten Burger reindrehen. Wo wohnt denn jetzt diese Emily? Fiesbauernhof. Soziales. Toll, die anderen Leute habe ich noch nicht entdeckt. Bist du schon mit der Vorlängerung fertig? Heute mache ich kein Vorlängerung. Das mache ich dann immer wieder, wenn ich gerade nichts am PC arbeite. Und man kriegt ja immer wieder Projekte von denen, die dann durchgerechnet werden und wieder zurückgeschickt werden. Und wenn man fertig werden könnte, wäre es genial. Weil das Folding at Home ist ja dafür da, um für verschiedene Krankheiten eine Lösung zu finden. Sei es jetzt ganz normale Krebsforschung oder Alzheimer und so weiter. Wäre natürlich genial, wenn es da keine Aufträge mehr geben würde und es für alles ein Heilmittel geben würde. Aber das kann wahrscheinlich noch ein bisschen... Was? Präzisionsteile? Okay. Nee, aber dadurch, dass ich jetzt ja das Spiel spiele, was ja dementsprechend Rechenleistung braucht, mache ich heute kein Folding at Home. Aber ansonsten, wenn ich so am Rechner Netflix schaue und so, dass halt nebenbei das Folding at Home läuft. Oh,
Liegt hier Kuhmist oder was? Nee, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ach so. Auch die Disk, genau. Ach Gott, ich muss noch Steinziegel brennen. Ach, ja, genau, ich verprügel erstmal die Maschine. Ja, die Steinziegel brennen jetzt erstmal. Jetzt können wir uns noch ein bisschen verausgraben. Hier weiter abholzen. Was würde ich an mir selber gerne ändern? Ach, das ist doch kein Problem. Ich muss aber dran denken, es kommt auch alles auf YouTube. Deswegen lese ich es immer so mit vor. Was würde ich selber an mir ändern? Wahrscheinlich einfach, wie soll ich sagen, konsequenter und, fällt das Wort nicht ein. Verbindlicher, dass ich konsequenter und verbindlicher bin. Als da wirklich manchmal Sachen gibt, wo man sich denkt, ah, das will ich jetzt eigentlich nicht, aber man dann trotzdem sagt, okay, ja, natürlich. Und sich dann entweder darüber ärgert oder dann Sachen einfach nicht macht. Thank you.
Oh oh, ich sollte mich hinlegen. Schnell nach Hause. Genau, hallo YouTube. Achso, ja, vielleicht soll ich die Steinziegel auch noch mitnehmen. Oh nein, sind es. Muss ich noch ein bisschen Material nachlegen? Ja, es hält noch 10 Stunden. Was jetzt? Auf Forschungszeitraum. Wir haben etwas Nützliches für dich auf der Datenliste gefunden, das du gebracht hast. Wir müssen noch einiges durchsehen. Ich sende dir die Ergebnisse innerhalb von einem Tag zu. Oh, das ist aber nett. Bärenart. Ah, das stellt wieder GP her. Nee. Stellt wieder her 10 GP. Ja, das lassen wir vielleicht mal im Inventar. Habe ich jetzt echt die Steine abgelegt? Was ist denn da los? Jetzt wollte ich noch zu meiner Nachbarin hier rüberschauen. Ah, neue Bekanntschaften, okay. Soll ich vielleicht auch nebenbei noch mit annehmen? Hey! Oh, right. You should get to know some of the people living in this town for your own benefit. I've made a list of the store owners within the city walls. Ah. You should go introduce yourself. Dankeschön. Sehr cool. Ah, hier. Was wäre dein größter Wunsch in deinem Leben, abgesehen, dass alle gesund bleiben? Welcome! If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. All you need to do is select a plan from the catalog book in our company. Ja, der größte Wunsch. Ja, das ist ein bisschen komplexer, der größte Wunsch. Das, was man eigentlich, ich sag meist, ich denke, das wird der Wunsch von jedem sein, dass man mit dem, was einem richtig Spaß macht, seinen Lebensunterhalt verdient und dementsprechend auch so viel verdient,
dass man nicht nur für sich selber ein gutes Leben machen kann, sondern auch dementsprechend irgendwelche Projekte unterstützen kann. Und eben auch was Gutes tun kann. Das... Aber... Ja, doch, doch, doch. Ja.